Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elden Ring. Wir sind wieder hier. Steintürschlüssel, einfach so random, okay. Im letzten Part haben wir angefangen, bis hierhin mal alles zu klären. Mir ist ein Fehler unterlaufen, dass ich dann hier runtergefallen bin, zum Glück überlebt, ohne Schaden sogar. Aber jo, jetzt bin ich halt alles nochmal durchgelaufen, um hier alle Gegner schon platt gemacht zu haben. Ja, macht ja Sinn. Macht ja durchaus Sinn. Aha. Mal gucken. Nö. Jetzt haben wir definitiv noch ein bisschen mehr Zeit, hier alles anzugucken. Neue Aufnahme, neues Glück. Ich wollte einfach, wenn ich schon gerade bei einer Stunde bin und ich noch checke, ja, dass ich da jetzt schon die Bremse ziehe, nicht, dass es dann wieder ein 2-Stunden-Part wird. Weil die werden halt bei mir noch nicht geklickt, so wie bei anderen, weil ich halt noch nicht so die Community habe dafür, aber egal. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Oder wie ging das nochmal? Hier kommst du halt noch nicht hoch. So. Wir gehen jetzt zuerst mal hier lang. Irgendwie geht es ja irgendwie nur hier lang. Oder habe ich irgendwas übersehen? Also da drüben war ich. Aha. Da unten ist auch noch einer, den ich endlich abschlachten müsste. Aber ich glaube, der kommt auch von unten rein. Auf dieser Mitteltabelle. Oh, Marionettenrüstung. Richtig. Strong. Wenn die mal gedroppt wird. Okay, das war zu knapp. So. Voilà. Oh ne, der chillt ja hier auch noch rum. Und eben hier waren wir, hier hätten wir runtergekommen. Wenn wir den hier kaputt machen. Okay,
kriegen wir noch eine Krone. Richtig edel. Und oben, wenn wir irgendwie da hoch noch kommen, kriegen wir noch die dritte. Soll ich ihn mal nett begrüßen? Diesen Dolch nicht parieren? Oder war ich einfach nur grottenschlecht? So, dazu ein Schimmersteinstab. Voila. Jetzt hier haben wir noch eine Leiter, die wir runterlassen können. Voilà, jetzt haben wir hier auch noch einen Shortcut, den wir nie benötigen werden. Legit. Aha. Irgendwie will ich nicht darunter, ne? Aber ich mach's. Ich komme ja da wieder hoch. Okay. Ach so, das ist der Anfang. Gut. Wir haben soweit so gut alles erledigt. Ich muss irgendwie nur noch checken, wie ich da hochkomme. Hä? Weil das erschließt sich mir nicht. Au, 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 au. Wow. Warte mal. Hier oben lang, oder? Ah ne, da waren wir vorher schon. Den Server könnte ich mir eigentlich auch abgeben, aber nein.
Ja, wir müssen schon darüber. Wir müssen noch irgendwie dahin. Viele dachten auch, man muss einfach hier irgendwie hinspringen. Aber nein. Aber da unten kann man halt auch drauf irgendwie. Weil da läuft so ein Dulli unten durch. Ach ja, alles für die Katz. Schmackofatz. Ich bin hier, aber ich habe das Gefühl, dass ich was falsch mache. Ach so, ja, das war der Shit. Da musst du frame perfect genau rennen. Oh Gott. Oh, und tschüss. So dumm ist. Oh Gott, hier kommst du dann nicht wieder hoch, wenn du da mal runter gehst. Ach du Scheiße. Das ist ja ultimativ dumm. Ich glaube aber hier ist richtig. Zuerst. Aha. Richtig und wichtig. Ja. Jackpot. Jetzt haben wir die ewige Leiter wieder. 300 Jahre nach oben. Ja, das kam mir vorhin zu weit vor, aber jetzt habe ich es nochmal repetiert im Kopf. Und ich wusste, dass das eine ziemlich miese Stelle ist. Wahrscheinlich die mieseste im ganzen Game, was Abstand angeht, weil du kein Pferd hast hier. Vollmond, Armbrust, okay. Und jetzt können wir nämlich hier runter, glaube ich. Ja, weil das ist der Shit. Aber wir wollen ja hier hoch. Hier das Item holen und dann sind wir wieder an der Stelle. Klar, wir müssen den schwierigen Pfad nochmal machen und das Risiko eingehen, hier drauf zu gehen, aber wenn man 100% haben will, lohnt es sich definitiv. Ach du. Come on. Gebt euch mir. So, und ich kann mich dann auch wieder zurückporten, weil dann sind wir hier in Raya Lucaria durch. Habe ich mich hier richtig runtergedroppt? Und jetzt hier und jetzt den Kill. Der letzte. Ja, jetzt können wir uns zurückporten. Dankeschön.
Das war alles, was ich wollte. Ich wollte einfach alles einsammeln, was es hier zu geben gibt. Jetzt haben wir nur noch den Bossfight vor uns, den wir später machen werden. Und ja, das war's eigentlich schon von der Folge, Freunde. Weil ich weiß halt nicht, was ich mir kaputt mache, wenn ich jetzt die Olle in die Tonne trete, ne? Ne? Wobei, komm. Wenn was kaputt geht, dann soll es so sein. Ich gehe sogar zuerst nochmal zurück, um zu gucken. Ach so, ja. Jetzt ist der Scheiß offen, weil sie ihn umgebracht hat. Das Klangpelle, Zwillingshelm, Zwillingsrüstung. So. Wo ist jetzt der Shit? Hallo? Wo ist die Zwillingsscheiße? Oh ja, jetzt können wir uns richtig edel verkleiden. Das ist nämlich ein Mod drauf. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn bitte? Der Henker des Todes, ey. Nix mehr, Rani. Finally, the stolen. And now, though I ask you deliver, I am Fear. Park round table. Disturb not we who humbly live in waiting to one day welcome our Lord. What our Lord will rise. Aha. Und sie ist jetzt gegangen. Nice. Wir haben ein richtig geiles Set. Kann ich irgendwie den Kopf ausziehen? Boah, das ist ja richtig cool. Das sieht ja richtig geil aus. Heiligsblechle. Da freue ich mich jetzt. Jetzt darf sie gern kommen. Oh, Renala. Wir werden dich so fisten. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt noch so tragen. Und erst wenn mich ein Boss wirklich aufregt, dann werde ich durchrasieren. Das ist dann mein Bankai, wenn ich den Kopf aufsetze.
Hey, sieht so geil aus. Sind wir bereit, Freunde? Die hat man nicht verändert, ne? Little Calver. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Doch. Feldenhart. Boah, Hancock. Boah, Hancock. So. Schade ist die nicht animiert. Aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Aber es ist ja auch gegangen bei den anderen. Schaut, jetzt ist sie wieder normal. Oh, my beloved. Soll ich skippen? Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born, forever and ever. Hey, wir sind. Ey, nee, ich sehe so geil aus. Ich liebe das Set so. Upon my name is Rani the Witch. Hey, du bist Boa Hancock. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Jetzt wird sie plötzlich angezeigt. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the full moon. Ey, das sieht so geil aus. Das werde ich definitiv als Thumbnail benutzen. And the majesty of the night she conjureth. Scheiße, jetzt habe ich natürlich noch die Cam an. Scheiße. Sorry. Echo der Vollmondkönigin. Sorry, bruh. Hey, wie geil sieht das denn aus, ey? Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty, dither not. Sie ist so Babysitterin degradiert worden, Boa Hancock. To be better born anew. Ah,
Is it thy wish to become a sweeting? Anpassung? Ah, das Ding. Nö. Passt. Hey, wie geil, boah, Hancock, ey. Die jetzt einfach hier chillt. Ich glaube, die kann man erst später holen. Die Scheiße. Jura, Jäger der blutigen Finger. Ha. Ja, aber das war's mit Raya Lucaria an der Stelle. Weil jetzt muss ich erst einmal dann hier hin. Aber da gehe ich jetzt noch nicht hin. Jetzt gehe ich zurück. Guck mir mal das Echo an nochmal. Vielleicht bringt mir das was ein oder nicht. Es ist so cool. Es ist so scheiße geil. I had only... Fine. You have earned now to become Elder the Finger. As much from. Talisman Battle, okay. Go for become. Helmausrüstung erhalten. Aha. Jetzt können wir hier direkt den Scheiß kaufen. Ja, das hat man schon tausendmal gehört, aber ich will es trotzdem durchhaben. Da weiß ich es halt nicht. Da würde ich ganz klar den Mond nehmen. Würde ich einfach mal so sagen. Hier keine Ahnung. Kolbricks Axt. Und wir haben vorhin auch noch etwas bekommen. Gut, der steht noch da. Wo ist dem seine? Hier. Nice, nehmen wir beides mit. Richtig gut. Das wäre auch eine Option. Aber ich würde ganz gerne mal... Ich glaube, ich habe dem noch gar keine... Finesse des Blutons. Ja, wie... Kann ich das wechseln? Oh wow, ich kann den Blutton-Ding nicht ändern. Oh wow. Das ist ja ultimativ dumm. Naja, was willst du tun, Freunde? Damit würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Im nächsten Part geht es dann, wie gesagt, an der Stelle hier weiter. Da muss ich mir die Karte holen. Und dann brauchen wir dringend, aber ganz, ganz dringend,
Ein etwas Gewisses. Denn sonst RIP an der Stelle. Was es nur irgendwo hier oben gibt. Denn, naja, ich will unbedingt zu Morgs Palast. Und den kriegst du halt nur entweder hier bei Ware, denn wenn man den Finger abschneiden muss, no, dann kriegt man sozusagen ein Siegel, was uns direkt dorthin befördert. Oder aber wir müssen zuerst einmal alles machen hier, dann ins Schneegebiet, no, und dann dort den geheimen Durchgang finden. Oh, etwas haben wir nicht gemacht. Etwas haben wir definitiv nicht gemacht. Kurz bevor wir in den Raum gegangen sind, ne, haben wir irgendwo noch so ein... Strudel gesehen. Wo war das nochmal? War das hier draußen? Ich weiß noch, dass ich kurz einfach mal zuerst alles machen wollte, bevor ich das mache. Weil ich keinen Bock hatte, dass ich irgendwo hin teleportiert werde, wo ich gar keinen Bock habe. Ja. Hier. War das überhaupt hier? Voilà. Wo war das? Das war nicht da oben. Nie und nimmer. Bin ich doof? Jetzt nochmal alles durchsuchen kurz.
Zauberer Manschetten. Ah, gut. War das wirklich oben? Oh nee, das ist falsch. Oh wow. Warum steht der schon wieder da? Ich kann nicht mehr sagen, wo das war. Wo zum Fick war das? Weil hier ist der Anfang. No. Verstehe ich halt so nicht. So. Scheiße, wa? Der Typ ist auch immer wieder da. Und wie ich dahin komme, weiß ich immer noch nicht.
traue den miesen Entwicklern alles zu. Du lebst schon wieder oder immer noch? Ich liebe das Dodgen und dann einfach drauf da. Beinwinkel. Also habe ich das ganze Set zusammen. Ja, ich habe das ganze Set zusammen. Eindeutig. Warte mal, war das vor dem Boss-Raum? Kann das sein? Weil das ist das Einzige, was ich noch nicht abgecheckt habe. Ja, war's. Und was hier ist, keine Ahnung. So. Ding stehen geblieben, hängen geblieben, was auch immer. Ja, nee, es hat einfach abgeschmiert. Wow. Zum Glück war ich dafür nicht online. Das wäre sonst hardcore. Ja. Weil, wie gesagt, wenn du das öfters hast, bekommst du halt einfach einen Instant-Bun. Oh, du bist direkt hierher beschworen. Dankeschön. Ist jetzt der Typ wieder da?
Ja, er ist wieder normal. What a pathetic excuse for a lord you were. Oh, hello there. This weasel we got what he bloody deserved. I tell you though, he had an ugly heart. Dankeschön. Oh ne, Banditenkleidung, die ich nicht mehr benötige. Naja. Haben wir hier noch was vergessen? Ich glaube ja. Auch wenn es nur ein Item ist, ich möchte gerne alles mitnehmen. Chabreris Traube, die ist auch sehr wichtig. Denn ihr braucht insgesamt 3 Stück davon. Um es einer Person zu geben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier ist. Ja, sie ist da. Oder er ist da. Okay. Nee, sie ist da. Hallo? My name is Hayata. If I might be so, would you donate any... My eyesight has been weak since birth, you see. But when I eat one of those, it will lead me to my... Oh, many thanks. Now I can feel the distant. You are most kind. May the blessing of the fingers be upon you. Wie ihr wünscht. You are most kind. May the blessing of the finger... You are most kind. May the blessing of the finger... So, jetzt haben wir die auf jeden Fall auch schon. Das mit Tops wäre, glaube ich, auch noch eine Option. Mit dem Schlüssel übergeben. Ja, das kann man halt auch erst machen, nachdem man in Raya Lucario, glaube ich, war. Wonderful. You're most welcome to. I'm a Bluntstone. So I'm afraid I'm sorry I'm so used. Apology. I'm afraid my... Oh, right. I can tell you what I know about this place. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Raya Lucaria. Where only its doors have been closed for quite some... After they declared they wouldn't interfere with the... The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital. As you might have guessed. The seals making entry to the academy impossible without, and so I'm stuck here. A fledgling, so when they cast. Yeah, it's kind of him here. You've taken an apprenticeship with. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between. But Selen was expelled from the academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers. Under the name of the Graven, I still don't believe illustrious Selen would never do such. Why not find yourself a glintstone? Without one, you can't pass through, and you'll never reach the Erdtree Cap. And if you find an extra glintstone key, once you've tied up all your loose ends, would you consider donating it to me? I know it, but still, might. So you found yourself a glintstone, but I certainly can't take it from you. That key belongs to you. By rights. You should use it for your... It's true. I wish to return. But that's no excuse to impose upon us. Oh. Is this why... Oh Gott. Da muss ich dann noch gucken, wo der zweite Schlüssel ist. Gab's da nochmal irgendwie eine Truhe? Weil ich hab doch jeden Stein umgedreht gefühlt.
Sag mir nicht, dass diese Scheiße ist, die dort. Ja. Ich kann mich an. Ah ne, die Truhe ist erst, glaube ich, später da. Wenn ich mit Rani Kontakt hatte. Aber nein, das ist dann nicht das. Aber wo hat's noch den zweiten Schlüssel? Egal. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte. Oh, der Näher. Mit dem können wir auch noch sprechen. Das ist jetzt halt alles so nach Raya Lucaria. Ah, hier. Bock, ready to make. Oh, we're going, please do. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich nach. Ja, ich glaube. Okay, ich mach das jetzt. Okay. So. Voilà. Kurz vor Tagesordnung, Riesenjagd. Eine der wohl besten Kriegslaschen, die man so kriegen kann. Bevor ich die hier noch liegen lasse. Ah ja, und wir, übrigens, ich habe ja das Schneegebiet angesprochen, ne? Wegen, Ware, ne? Wegen Mooks Palast. Und ich meine nicht das Eisgebiet mit dem Riesen, ich rede von dem Gebiet, wo Malenia haust. No? Also, da müsste ich zuerst mal dorthin. Und gar keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Ah, ich lieb's. Und dann können wir irgendwann noch den hier Schrott machen. Ja, wir sind ordentlich weit gekommen. Wir haben einiges abgegrast. Und ich bin froh drum. Hier war ich immer noch nicht. Moment. Das machen wir noch gerade. Das ist nur das angrenzende Gebiet. Von daher alles tutti. Ich bin eher am Überlegen, wie ich das mache mit dem. Ja, Feuerreich kann man sagen. Mit Hauswolken. Schuh, du hältst die Klappe.
go. Nee. Das ist eindeutig der falsche Shit. Klappe halten. Hier. Doppelklinge. Dankeschön. Wunderbar. Habe ich das schon gemacht oder was ist da kaputt? Weil ich werde langsam auf diese Punkte eingehen, die man halt hier verpassen kann. Wir haben den Weg genommen, okay. Ja, die Marinesoldaten. Ja, wunderbar. Und das Siegelgefängnis ist schon auf. Nice. Wow. Jetzt hat er mich gegeben. Verpiss dich. Schmelzi. Aspekt des Schmelzziegels Schweif. Okay. Jetzt können wir den Schweif auch. Weitschuss-Talisman. Richtig broken. Ah, ist das schön. Wenn ein Plan funktioniert. Aha.
Da drüben hängt der. Gut. Haben wir sonst noch einen Punkt, den wir irgendwie nicht, ne, nehmen konnten? Ich glaube nicht. Da oben hat es noch ein Dorf irgendwie, da hat es noch eine Höhle irgendwie. Da müsste ich rein mal in die Olga. Na? Der Knock-Up-Stream, den wir nicht benutzen müssen. Da. Tunnel von Mornair. Ich muss mal hoch. Bin ich mal da dran gesessen. Soll ich kotzen? Ich sollte mir einfach angewöhnen, direkt zuerst dort rein zu sitzen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt sterbe, na, ja, jetzt sind 500k weg. Also, das juckt mich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich das schnell wieder zusammen habe. Aber hey, jetzt ist ein Stein gemeißelt. Ich gehe über Hauswolken durch die Fressleiste da. Ja, also die mich schluckt. Das klingt auch so falsch. Aber ist halt wahr. Aha. Gott, ich hätte es überleben können. Okay, bis nächste Mal.
Hallo. Aha. Was wäre das gewesen? Scheiße, alle Kurzbogen. Okay, Adernblatt. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Und da kommen wir, glaube ich. Das Dunkelschmiedestein, ja. Hä? Wir sind schon beim Boss? Nee, oder? Was ist denn mit dem kaputt? Das Ding zähle ich nicht. Nein. Das ist kein Boss. In so einer Billow-Höhle habe ich meine gesamten Souls liegen lassen. War ja klar. Besseres Fleisch. Tatsache, es geht nirgends weiter. Das war wirklich der Endboss. Ach du Scheiße. Komplett für nothing.
Und dann gibt's hier auch nur noch so eine Waffe. Wow, oder er oder was auch immer das war. Der ist hier der Bernal. Ja, an sich passt es sonst. Ich glaube, sonst haben wir wirklich alles richtig gut gecleant. Außer, wie gesagt, da oben, keine Ahnung, ob das einfach nur Deko ist oder ob du irgendwie dahin kommst. Könnt ihr mir ja gerne mal beantworten. War das hier? Ich habe zwei magische Steine, also von daher kann ich jetzt einmal auf gut Glück. Zurückgehen. Yes. So, Rache ist Blutwurst, Bro. Jetzt gibt's Geschnetzeltes, Bro. No Damage. Das nochmal Schwachmat. Und hier gibt es ja auch noch eine Asche und es lohnt sich halt nicht dafür ein Video zu machen, weil da bin ich in 5 Minuten durch, wenn überhaupt. Weil jetzt hier eine Tür auf ist, die vorher zu war. Und zwar die da. Der Sturmfalkenkönig. Und hier spätestens könnte man auch das Tuch mit Befleckung so, ne? Ach, schön, der Sturmfalken, denn ja. Hier, ne? Mag der Pfeil aus der Schmelde und unsicher sein, besteigt den Thron des Elbenfürsten. Okay. Ne, auf jeden Fall, das hier wäre die andere Maid, also, ne? Für Vare, oder Vare, oder wie auch immer, das sich jetzt nennt. Ja, und das war schon wieder. Und das Ding ist eigentlich genau an der Stelle, da sind wir gespawnt. Ganz zu Anfang. Und ein Wunder, dass wir direkt den richtigen Schlüssel hatten. Also benutzt haben. Das richtige Tor benutzt haben, so rum. Und ich gehe schon mal jetzt ins Klassenzimmer, denn genau an der Stelle machen wir morgen weiter. Denn dann dürfen wir mal in den Untergrund uns killen lassen. Wahrscheinlich darf ich mich sogar zweimal killen lassen, weil einmal will ich den Boss killen, da unten, und einmal will ich dann weitermachen und so einen Shortcut benutzen. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.